Damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelation 2. Ja, wir sind bei der finalen Episode, Leute. Also setzen wir fort. Previously on Revelations 2. Someone left a message. Welcome to the Keerling, where all things come to end. I not know this thing you are speaking. I'm just learning to see a little more clearly. I did what I thought was right. We'll know each other inside. You killed her. I'm sorry, I was just a bad daughter. The old sack is gonna pay for what you did. I'll crush you with my bare hands. Die Verwandlung. You're perfect. Six months from now, you're going to awaken as me. And the world is going to be very afraid. So good night, my darling. Sleep well. All this time wasted. My whole life has been a prelude to this. My true birth. Time to meet the cause of our misery. What is this place? Doesn't matter. Let's find the overseer. Ja, die denkt ja, dass wir tot sind. Deswegen denkt wahrscheinlich auch, Natalia in Barrys Abschnitt, dass das Mario tot ist. Die wurde nie was anderes beigebracht. That sluice changed the direction of the water. Yeah, yeah. But where? I don't recognize the place. Look at the video feeds. We've been through most of these areas. And she's been watching our every step. Ja, das sieht man. Das hier ist Aura, da ist Claire. Sie ist Flasche, ja. Interessant. Und furchterregend. Zugleich. Oh, dass hier so alles offen steht. Die hätte Vertrauen. Follow me. Yeah, wait. Right. Okay. Follow me. Yeah, right. So, das habe ich auch mal rausgefunden, wie man den Leuten angibt, dass sie stehen bleiben sollen. Danke übrigens auch an German Snake Gaming, der mir das auch nochmal gezeigt hat, wie das geht. Hier haben wir einen Zettel. Was haben wir? Da haben wir auch nochmal einen Zettel. Da haben wir auch nochmal. Ist das auch ein Zettel? Okay. So viel Lektüre. Will er kaputt machen? Das war ein Witz. So solltest du das der kaputt schlagen. Das sieht aus, als wäre ich es kaputt schlagen kann. Batsch. Also das hier kenne ich noch aus Resident Evil 4, von daher. Hm?
Okay. Alles gut geladen. Oh, was haben wir denn da? Anmerkung zum Datenübertragungsvorgang. Die Übertragung wird stattfinden und mein Erfolg ist greifbar nah. Spencer, du armer, erbärmlicher alter Mann. Du hast deine letzten Jahre verzweifelt nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit gesucht. Und du bist gestorben, ohne deine Forschung zu Ende zu bringen. Aber ich habe diese Forschung weitergeführt. Der Körper altert. Das ist ein unumstößlicher Fakt. Aber wir können unseren Tod entkommen, indem wir unseren Geist in ein neues Gefäß übertragen. Meine ganzen Bemühungen sind darauf gerichtet, diesen Prozess zu entwickeln und zu verfeinern. Ich hatte einige Erfolge, aber ich muss noch sehr viel mehr tun, ehe mein Werk vollendet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Folgendes bestätigen. Das Gefäß muss geistig stark sein und jegliche Furchtempfindung überwinden können. Nach der Übertragung dauert es 6 Monate, bis der übertragene Geist stabilisiert werden kann. In diesem Zeitraum muss das Gefäß unter allen Umständen beschützt werden. Eile ist geboten. Ich muss schnell arbeiten. What do you make of it? I don't know. I just can't figure the overseer out. Okay, das können wir uns nicht anschauen. Nils Bericht. Stuart, das bestgeistigste Gefäß ist wohl schließlich das kleine Mädchen. Die anderen Kandidaten hatten Potenzial, aber das Mädchen spielt in einer ganz anderen Liga. Sie ist die außerstandene Furcht zu empfinden. Das ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat. In ihrem jungen Alter die Terranigma-Panik durchlebt, wo jeder Mensch, der sie Tante geküttelt wurde, auch ihre Eltern, die direkt vor ihren hat sie direkt vor ihren Augen verloren. Nachdem jemand solche Schrecken durchlebt hat, was bleibt da noch, wovor man Angst haben sollte? Das einzige Problem ist die Alter. Aber das ist ein Problem, mit dem sich der Lauf der Zeit annehmen wird. Sie ist die perfekte Kandidatin für unsere Zwecke. Was hat sie in dem Bett liegen? Die Gedanken über Kafka. Mit dieser Geschichte verbindet mich eine Hassliebe. Vielleicht ist sie mir ja näher, als ich mir selbst eingestehen möchte. Als Gregor eines Morgens erwacht, findet er sich in seinem Bett zu einem ungeheuerlichen Ungeziefer verwandelt. Seine Familie ist zunächst perplex, aber sie kümmert sich um ihn. Schließlich wird er aber zu einer großen Last für sie. Er ist dann nichts weiter als ein hässliches Ungeheuer, eine Belästigung für die Familie. Als Gregor das erfährt, zieht er sich zu seinem einsamen Tod zurück. Bis zu seiner Verwandlung hat Gregor die Familie ernährt. Jetzt, da er nicht mehr nützlich ist, ist er ihnen eine Last. Sie sind erleichtert, als er stirbt. Auch ich werde erschaffen, um einem Zweck zu dienen. Wenn ich diesen Zweck erfüllt habe, wäre ich auch beiseite geschafft worden. Aber ich weigere mich, zu verkümmern und in Einsamkeit zu sterben. Ich weigere mich, ein hässliches Ungeheuer zu werden. Auch du, Albert, musst dich so gefühlt haben. In der Tat. Ja, da haben wir einen Schalter. Aber schauen wir jetzt erstmal. How are we gonna get through? Ganz einfach. There's gotta be some way to reach the other side. Ganz einfach, nehmen wir den Schalter drunter. All right, we're through. Let's hurry. So, perfekt. Ja, sie rennt hier um einiges schneller als. Was haben wir denn hier? We meet at last. Alex Wesker. You came all this way just to say goodbye. Oh, I'm touched.
It's already done. I've conquered fear and earned the right to become a god. Come out from behind that glass so I can choke a god. All that remains is one final test, one last threshold to cross. Is she even listening to us? My brother's escape was death. And soon, it will be mine as well. I will share in his fate, and then I will surpass him. What are you trying to do? Escape. Just like that. Ich habe mich auf einen epischen Bosskampf gefreut. Confidentiality protocols initiated. Self-destruct sequence of the facility's upper spire will begin immediately. If you are currently situated in an affected area, please remain calm. We need to get out of here! Yeah? And let all the answers die with her? Back to the elevator! Hurry! I am not sharing a comp with that nutjob! Es wird eindeutig Zeit, von hier zu verschwinden. Da stimme ich euch absolut zu. Scheiß auf die Leute, die hier womöglich noch sind. Scheiß drauf. Einfach weg. Na super. Das ist unser. There's a passage down below. Find another route. Müssen die eindeutig. Ah, okay. Hier. Und jawohl. Spannend! Sie hat schon am Anfang der Episode. Nicht schlecht. Auch ungewöhnlich wenig Gegner, aber ich will es jetzt nicht bescheuern. Explosive Flasche habe ich hier. Oh, und... Ah, okay. Okay. Hätte ich schon mal was bauen können, aber ich habe ja keine Teile gefunden. So hat die eingesetzt schon beim letzten Mal. Heißt das, der Wrestler gar nicht tot ist? Dass er... nur in einen anderen Körper geflüchtet ist womöglich. Could use your help. Meint ihr, dass er in dem Körper von dem anderen drin ist? In Jake? Das wäre sehr... Überlegt euch das mal. Das wäre ja mal, wenn Wesker in Jake drin wäre. Aber wofür tue ich die ganzen Sachen einsammeln? You're right. Can't see it, but there's something in here with us. Kannst du irgendwie mit der Taschenlampe drauf? Scheiß drauf.
versuchen zu entkommen ohne das Fion. Okay. Schnell! Nochmal.